Na gut, dann spielen wir einen Pop-Song. Hat sich alles gewollt. Forza. Fuck me, I'm famous! Fuck me, I'm famous! Away from all the others, to hide myself from you. Also ich denke halt einfach, da drin laufen die Leute rum, die ruhen sich aus auf ihren Lorbeeren. Wir haben nicht mal so einen Ausweis, aber ich finde, man soll selber was machen mit seinem Elf. Und ich finde, die ganzen Leute hier, die eventuell was zu sagen haben und deswegen laufen wir hier rum und machen unsere eigene Werbung rein. Schau doch an. Aber gut, ich habe noch ein Interview gegeben für ein anderes Dings, habe mit New Yorker gesprochen und Bier umsonst konsumiert. Ja, hier habe ich jetzt was ganz Besonderes heute gefunden. Wie man sieht, könntest du dir vielleicht kurz vorstellen, mir über den Weg gelaufen. Hallo, grüß dich. Kamera. Ich bin der User von Elke. Und schaue hier natürlich ein paar Leute zu diesem Konzert. Bringe Musik natürlich auch. Ja. Und mach mir was her. Und Einheitshalle in der Koreanischen Popcom. Weil wir sind ja eigentlich die großen Tokyo-Hotel. Also wir sind Tokyo-Hotel in groß. Ich bin der eine mit den Haaren. Unser Sänger ist gar nicht da, der ist der. Der ist der ohne die Haaren, oder was? Na, der ist dann der andere, der an der Gitarre. Aber der Sänger wäre dann noch der mit den anderen Haaren. Also der dünne. Also ganz klar. Genau, und der so hoch singt. Aber wir machen halt gute Musik. Was erwartet uns denn heute Abend, wenn wir denn kommen? Ist das sehr klassisch? Ja, klar, es ist sehr klassisch. Nee, ich meine, wir spielen Crossover in dem Platz, also wir mischen so ein bisschen Crossover mit dem Hardcore. Und es ist eigentlich alles unter und drüber. Wir spielen so ein bisschen Bossa Nova und Marmalade mit der Rolle, ein bisschen Ska mit der Schimpart. Mit den Gewalt, mit dem Spiel, mit dem Spiel, mit der Gewalt. Willst du denn vorbeikommen? Sehr gerne. Das ist der Tokyo-Hotel. Ah, ja. Ja, ich werde einfach eine Freundin mitnehmen. Ja, das ist ganz aufregend. www.popcorn.com. Wir müssen irgendwie unseren Leuten auf der Website sagen, dass wir zu sehen sind irgendwo.